heute eine Frau, die eine, sagen wir mal, spezielle Leidenschaft hat. Dagi Brundtland macht Filme und zwar auf Super 8. Sie wissen schon, diese alten Schmalfilmkameras, die in den 70ern so voll in waren. Und sie dreht nicht nur, sie tut, was kaum noch einer kann, sie entwickelt selbst. Es fing eigentlich alles an mit diesen, mit der Spielerei. Wir haben eine Super 8 Kamera und eine Kassette und jetzt geht's einfach mal los. Und ganz zufällig ist da mein allererster Film entstanden. Habe ich mit meiner Freundin Gesine damals zusammen gemacht. Wir hatten 23 Mark. Wir haben Barbies, die in einem Grabbeltisch alle ganz armselig zusammengeschmettert lagen. Wir haben sie befreit, haben die alle gekauft, haben die zu Hause aufgereiht und gedacht, was machen wir jetzt mit dem Kram? Wir hatten Spaß, wir haben die einfach alle wieder umkippen lassen. Da ist der Film entstanden, 23 Barbie-Puppen kippen. Und das ist jetzt eigentlich ein Klassiker. Aber gleich fällt die, ich glaube, die gelbe oder die rosane. Kamera ausgelöst, zack, den Moment genau getroffen. Ja, so löst sich alles auf. Zack, 1988, Mama Mia. Das ist ein Teil meiner Russendosen, made in the Ukraine. Und sieht es auch, das sieht schon ein bisschen vergammelt aus, die ist wirklich alt. Der Film kommt im komplett Dunklen. Hat hier eingespult, das sind 15 Meter. Okay, geht los. Ich habe mich immer so als halbe Künstlerin irgendwie gesehen. Also ich habe in einer Hälfte meines Lebens habe ich die Filme gemacht. Die andere Hälfte meines Lebens habe ich dafür benutzt, um Geld reinzuschaffen, weil man Kunst macht und Kunst bringt kein Geld. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang als Grafikerin für verschiedene Tageszeitungen in Berlin hier gearbeitet und damit ist jetzt Schluss. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt wirklich, ich will nur noch Kunst machen. Ich mache Weihnachten. Gibt es natürlich noch eine extra Zimtnote. Wird ja sogar noch ein bisschen bräunlich. Ich gebe sehr viele Workshops. Also der Bedarf an Pastis, an Leuten, die sich noch auskennen mit diesem ganzen analogen Kram, die Filmemacherei, diese Entwickelei, dieses Bio-Entwickeln. Das ist sowas von, na, ich würde sagen, das ist hip. Riecht so wie morgens nach einer Party. Eigentlich ziemlich lecker. Riecht nach frischem Kaffee und nach altem Schnaps. Ich mache Licht aus. Die Leute, die digital groß geworden sind, die Jugendlichen, die Studentinnen, die haben einfach eine starke Sehnsucht nach etwas anderem noch. Also digital, super, digitale Welt ist fantastisch, aber es gibt da noch was anderes dahinter. Das kann ich alles. Ich kann denen erklären, was mit den komischen Silbermolekülen passiert, wenn da Kaffeesäure draufkippt und die so, wow, was ist das? Und ich kann mir das angucken, ich darf mit Lebensmitteln spielen, was? Und da kommt auch noch ein richtig gutes Schwarz-Weiß-Bild am Ende raus, das gibt's ja gar nicht. Drin ist er. Ich biete mittlerweile einen Service an für abgelaufene Filme. Das sind Privatleute, die merken plötzlich, oh, da ist ein Film in Opas Kamera im Keller. Ich liebe es, Bilder rauszufinden. Ich liebe es, Bilder rauszukitzeln. Also es gibt mir auch eine tiefe Befriedigung. Irgendwie die Bilder, die sonst verloren gegangen wären. Also wer holt die schon noch raus? Der Moment der Wahrheit. Also ich mache irgendwie ziemlich sinnvolles Zeugs hier. Recht sanft aus, hat aber gute Schwärzen. Mhm.